Wir haben in etwa 350 Einreichungen heuer gehabt, die in 25 Kategorien juriert wurden. Davon haben es 74 auf die Shortlist geschafft. Aufgrund dieser schrecklichen Corona-Krise ist es uns nicht gelungen, eine Preisverleihung in Wien durchzuführen. Dies zum ersten Mal in 58 Jahren, seitdem es dieses Festival gibt. Aldente, bei denen ich hier heute eingeladen bin, hat einige Filme eingereicht. Und alle Filme von Aldente haben es in die zweite Runde auf die Shortlist geschafft. Wir schauen heute, ob es einige dieser Filme weitergebracht haben als bis zum Silber, ob sie noch einen Gold- oder einen anderen Preis dazugewonnen haben. Ich freue mich, dass ich als meine Assistentin heute Lara dabei habe. Das ist mir eine besondere Ehre. Und es ist mir eine besondere Ehre, dass ich per Zoom zugeschaltet habe, einige der Auftraggeber und einige der Durchführer, Producer, Regisseure dieser Filme. Lara, bist du bereit? Beginnen wir. Wir beginnen mit der ersten Kategorie. Human Resources. In Damme leben viele Familien und das ist Familie Grimme. Überhaupt ist Grimme ein Familienunternehmen. Kein Konzern. Grimme hat flache Hierarchien und Damme ganz viel flaches Land. Die Mitarbeiter von Grimme sind sehr fleißig. So feiert man bei Grimme und so feiert man in Damme. Bei Grimme achten wir auf Gleichberechtigung, in Damme auch. Wir haben nur ein Klo. Non-Profit CSR. كنت مارق بمنطقة على أساس إنه ما فيها شيء. Me salí del camino unos dos metros. Cuando pues yo sentí algo. فدعست على لغم. This thing moving, you know, between 4,000 maybe 6,000 meters per second. If it hits the center of your heart, you're probably dead. Eksplodira na 80 cm iznad površine zemlje. We still have one third of the countries in the world which are affected. Mines that remain in the ground even decades after the war is over. Wir gratulieren natürlich zum Preis und wir schauen, was wir als nächste Kategorie haben. Die nächste Kategorie ist der Imagefilm. Das ist ein Film über Grimme. Und das ist ein Film über Damme. Das ist ein doppelter Imagefilm. Grimme hat über 2400 Mitarbeiter. Die findet man überall auf der Welt. Damme über 17.000 Einwohner. Und die leben gerne hier. Ich bin hier echt gern. Das ist die Produktionshalle von Grimme. Hier produzieren wir die besten Landmaschinen. Diese Halle liegt genau zwischen dem einen Pförtner und dem anderen Pförtner. Moin! Zwei goldene Viktoria, ein doppelter Imagefilm, doppelter Preisträger. Was will man mehr? Und wir schauen, was wir als nächste Kategorie haben. Ich bin Annette, bin 44 Jahre alt und bin seit 1977 durch einen Verkehrsunfall im Rollstuhl. Guten Morgen. Wir fahren jetzt mal nach Zimmer 3. So, Parkposition erreicht. Ja. Alles gut? Ja. Man muss keine Angst vor der Dialyse haben. Tut ja nicht weh.
eine goldene Viktoria für Annette. Gratuliere dem KFA und ich gratuliere auch Annette Ulia. Es gibt auch unsere Production Arts and Craft Kategorien für beste Regie, beste Kamera, bestes Drehbuch. Und auch hier hat Aldente eingereicht. Damme liegt irgendwo zwischen New York und Tokio. Genauer gesagt zwischen Bremen und Osnabrück. Aber wer will denn da schon hin? Das sind die Mitarbeiter von Grimme. Die sind alle sehr bodenständig. Und das ist eine Kuh in Damme. Die ist ständig am Boden. Überhaupt haben wir bei Grimme ganz viel mit Böden zu tun und dem, was da wächst. Karotten, Zwiebel, Sellerie. Das ist unser Beitrag für die Ernährung der Welt. Rüben und Kartoffeln. Das ist Dammes höchster Berg. Und das Dammes tiefster See. Das ist Grimmes lässigster Staplerfahrer. Der bringt die größten Maschinen in die kleinsten Plätze. Und das ist Grimmes kleinster Mitarbeiter. Der sucht sich aber immer die größten Plätze. Bei Grimme kann man viel erreichen und in Damme kann man viel machen. Das ist Schleppi, der zieht 20 Tonnen. Das ist der Zug in Damme, der zieht gar nichts mehr. Wir haben hier zwei, die an dem Drehbuch mitgearbeitet haben, Peter Schils und Oliver Bernotat. Und nach den Kategoriepreisträgern setzt sich die Jury noch einmal zusammen, schaut sich alle Goldgewinnerfilme an und wählt dann aus den Goldgewinnerfilmen den Film des Festivals, nämlich den Grand Prix, aus. Der Grand Prix ist somit der wichtigste Preis, den wir haben, der größte Preis. Und ja, Laura, es ist uns eine Freude zu sagen, dass wir auch den Grand Prix für Aldente haben. Und der Grand Prix geht an den doppelten Imagefilm, nämlich Grimme. Grimme hat Partner auf der ganzen Welt. Damme hat eine Städtepartnerschaft mit Damme. Das liegt aber in Belgien. Ich glaube, da habe ich mal Urlaub gemacht. In Damme kann man lecker essen. Bei Grimme auch. Ja, montags gibt's dir was mit Kartoffeln, mittwochs auch. Eigentlich immer. Mahlzeit. Grimme hat die besten Mitarbeiter. Damme hat die nettesten Einwohner. Grimme baut Hightech-Maschinen. Damme ist eine Hightech-Region. Grimme und Damme haben viel gemeinsam. Denn Grimme ist in Damme. Und wer bei Grimme arbeitet, wird Damme lieben. Das ist der Link zu Grimme. Und das ist der Link zu Damme. Ist ja ein doppelter Imagefilm. Wir sind ja hier keine 9-to-5-People. Ich bin da mal weg. Peter, ich danke fürs Einreichen. Vielen Dank. Ich danke den Auftraggebern für die Aufträge, die sie Aldente gegeben haben und die sie auch allen anderen Filmproduktionen geben. Bitte produzieren Sie recht eifrig, damit unsere Jury auch ein paar wunderschöne Filme zu sehen bekommt. Ich bedanke mich bei meiner Assistentin, Lara. Danke für deine Hilfe. Gerne, Spaß gemacht. So ist es, das freut mich. Vielleicht sehen wir uns in 2 Jahren wieder. Aber dann in Wien. Okay. Okay? Okay. Gut. Ich danke dem Team. Es war ein bisschen aufregend, aber es war sehr gut.